Hallo, liebe Freunde des Elite-Universums. Hier ist euer Lord Shelter von den Starblazern. Heute wollen wir uns um das Thema FSA-Datencache-Ausnahmen kümmern und wie ihr diese findet. Dazu geht wieder auf die galaktische Karte, setzt euren Filter, nur dieses Mal auf Hungersnot. So, ich habe für meinen Fall jetzt das Nogais-System entdeckt. Dort springt ihr in ein sogenanntes Verteilerzentrum. Ich bin jetzt schon dort. Ja, was ihr dort machen müsst, ganz klar, FSA, Sogwolken scannen. So, da haben wir schon eine. Vielleicht haben wir Glück und finden dort eine. An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz recht herzlich an alle Facebooker und YouTuber bedanken, die zum einen diesen Kanal abonniert haben und zum anderen mir auch etwas Tipps gegeben haben, wie ich meine Videos verbessern könnte. Unter anderem habe ich jetzt die Hat-Helligkeit mal etwas höher gestellt, damit man in den Videos auch ja, besser sieht, was ich mache. Die war halt bei dem letzten Video etwas dunkler eingestellt, da ich mit der Oculus spiele und umso dunkler es ist, umso weniger blendet es. Okay. Wofür braucht ihr die FSA-Datencache-Ausnahmen? Ihr braucht die FSA-Datencache-Ausnahmen unter anderem für den FSA-Antrieb erhöhte Reichweite. Das ist für mich so eigentlich das Erste, was ich an einem Schiff ingeniere. Egal ob Kampfschiff oder ja, Sprungschiff, Handelsschiff, was auch immer. Denn es gibt eigentlich nichts Nervigeres für mich, als für 100 Lichtjahre 20 Mal zu springen. Jetzt als blödes Beispiel, hier bei der Diamondback Explorer habe ich es schon gemacht. Die kommt auf eine Sprungreichweite von knapp 61 Lichtjahren. Standardmäßig liegt sie, glaube ich, bei 33 oder 34. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Nachteil, diese Datencache-Ausnahmen sind sehr, sehr selten. Ich habe sie auch eine Zeit lang wirklich einfach nur an Stationen gesammelt. Sprich, alle Schiffe, die dort weggesprungen sind, deren Sogwolken habe ich dann gescannt. Dauert aber relativ lang und hier in diesen Verteilerzentren geht es dann doch etwas schneller, weil hier ständig Schiffe rein und raus springen. Okay, ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen Cut und sobald ich welche gefunden habe, geht es weiter mit dem Video. So, da haben wir jetzt das erste Mal eine FSA-Datencache-Ausnahme gefunden. Wie ihr anhand des etwas schnelleren Vorspielen des Videos gesehen habt, das könnte schon mal ein bisschen dauern, bis ihr welche findet. Aber die Daten sind nicht umsonst sehr selten. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst doch einen Daumen hoch da. Und ihr könnt natürlich wie immer gerne unseren Kanal abonnieren. Alle weiteren Informationen zu unserem Clan zum Beispiel werde ich wie gewohnt unten in die Videobeschreibung packen. Fly safe und niemals ohne Rebuy. Und einen schönen Tag noch.